Hallo zusammen, herzlich willkommen in Annelies Welt. Heute möchte ich gerne mit euch was zusammen basteln und ich glaube, das ist jetzt, weiß ich nicht, wie oft ich dieses Video schon angesetzt habe. Heute Vormittag habe ich auf jeden Fall schon mal probiert zu filmen und dann haben die Lichtverhältnisse nicht gestimmt, dann waren zu viel Schatten auf dem Tisch. Es war immer irgendwas. Auf alle Fälle ist es jetzt mittlerweile 10 Uhr abends und ich versuche es jetzt nochmal und ich hoffe, dieses Mal geht es gut über die Bühne. Ich möchte euch, ich möchte mit euch heute diese Folios hier basteln. Die habe ich euch im letzten Haul gezeigt. Ursprünglich habe ich das eigentlich für meinen jüngsten Sohn gebastelt. Der guckt sich nämlich so, so gerne Fotos an. Und dann habe ich mir überlegt, Mensch, da freut er sich bestimmt drüber, wenn du so ein kleines Mäppchen bastelst und da ein paar Fotos irgendwie vom letzten Urlaub reinpackst, dann kann er sich die ganz in Ruhe anschauen. Ja, und das habe ich, wie gesagt, im letzten Haul gezeigt. Und dann haben viele von euch geschrieben, Mensch, zeig doch mal, wie du das gemacht hast. Und das mache ich super gerne. Ich spreche, glaube ich, wieder viel zu schnell. Ich versuche mal ein bisschen langsam zu sprechen. Diese beiden Varianten habe ich euch letztes Mal gezeigt. Ja, einmal hier mit so einem Magnetverschluss und hier mit einem Gummiband. Von innen sieht das so aus, ganz schlicht gehalten. Ja, genau. Das sind diese beiden hier. Und dann habe ich noch ein drittes gemacht. Das schaut so aus. Und ja, ich habe euch das bestimmt schon ganz oft gesagt, aber ich liebe diese Farbkombi. Schwarz, Weiß, Gold und dann noch bunt dazu. Mehr geht echt nicht. Ich finde das richtig toll. Dieses hier ist einfach nur ein Aufkleber. Das ist von Doodlebug. Ich habe sogar noch die Verpackung aufbewahrt. Moment, jetzt habe ich die irgendwie vergraben. Das habe ich ja auch ganz geschickt gemacht. Eigentlich habe ich mir das hier alles schon griffbereit hingelegt und jetzt ist es natürlich weg. Ach, hier ist es. Genau. Das ist von Doodlebug. Nennt sich Doodle Pops. Und dieses hier heißt Sending Love. Und ich liebe diese Sticker. Ich sammle die, ja. Ich bin ein absoluter Fan davon. Und ich finde, das macht sich immer überall richtig toll drauf. Gerade wenn man irgendwie nicht so viel Aufwand betreiben möchte, was Dekorieren angeht. Und dann noch so ein paar Strasssteine dazu. Darunter so ein Doily. Fertig. Und von innen, also das ist mit Magnetverschluss. Ist hier unterm Designpapier versteckt. Dieses Mal habe ich Magnete von Idee mit Herz verwendet, zeige ich euch auch gerne mal. Das sind diese hier. Da sind zwei verschiedene Größen drin, einmal 10 mm oder 12 mm, aber da gibt es so viele verschiedene, da könnt ihr ja mal schauen, was ihr so findet. Ich finde es nur immer ganz schön, wenn die so ein bisschen flacher sind. Und von innen sieht das dann so aus. Schön bunt, aber trotzdem schlicht. Und das finde ich jetzt auch so toll an diesem Teil hier, dass halt auch Anfänger das super nachbasteln können. Und das ist mir ja auch wichtig, weil ich möchte gerne unbedingt auch gerade die Anfänger abholen, dass wir alle zusammen basteln können. Das liegt mir sehr am Herzen, genau. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt schon erwähnt hatte, aber es gehen auf jeden Fall 10x15 Fotos rein. Ihr müsst da ja auch gar nicht unbedingt Fotos reinstecken, aber ich finde die Idee ganz nett, gerade als Geschenkidee. Also es geht wunderbar zu und auf dieser Seite habt ihr dann noch mehr Platz. Da könnt ihr sogar noch größere Fotos reinstecken. Da ist richtig viel Platz drin. Aber ich finde es irgendwie total schön, wenn man Fotos verschenkt. Da freut sich doch jeder drüber. Und vor allem bekommt man ja eigentlich gar nicht mehr so oft Fotos, seitdem man das immer alles auf dem Handy hat irgendwie. Und dann ist man ja super frei, was das Design angeht. Und wie gesagt, ne, also dieses hier war ja jetzt nicht wirklich aufwendig. Dolly draufgeklebt, Sticker drauf, ein paar Strasssteine, fertig. Also das ist so schnell gemacht. Oder wie gesagt, ne, ihr könnt schöne Stempelmotive drauf machen. Da sind der Fantasie ja keine Grenzen gesetzt. Und bevor wir jetzt anfangen, zeige ich euch einmal ganz kurz, das habe ich eben ganz vergessen, das Papier, was ich dafür verwendet habe. Ich hoffe, dass es das noch gibt. Da bin ich mir gar nicht so sicher. Das ist schon ein Weilchen her, als ich den Block gekauft hatte. Müsst ihr mal nachschauen. Heißt auf jeden Fall Girls Rule. Und das ist so schönes Papier. Habe ich euch bestimmt schon mal gezeigt in irgendeinem Haul. Da sind ganz, ganz viele verschiedene Motive drin. Also ein richtig toller Mix von den Farben her auch. Ich muss ein bisschen aufpassen, weil ihr seht ja, hier sind ganz viele Schnipsel drin. Es wird jeder kleinste Schnipsel aufbewahrt. Ja, man kann das ja mal gebrauchen. Ihr wisst ja, wie es ist. Aber euch muss ich das ja nicht erzählen. Ihr versteht das, ne? Genau, ich würde sagen, ich packe das jetzt hier mal beiseite und dann fangen wir jetzt an. Ja, und so wird das Folio ausschauen, das wir heute zusammen basteln. Ganz schlicht, ich habe ausschließlich Papier von Action verwendet. Das habe ich jetzt wieder ganz bewusst so gemacht, weil ich einfach weiß, dass viele von euch Papier von Action haben. Und diejenigen, die halt kein Action haben, ist ja auch nicht so schlimm, die verwenden halt anderes Papier.
Aber ich weiß auf alle Fälle, dass sich der ein oder andere darüber freuen wird, dass man so ein paar Inspirationen mal zeigt, was man so mit dem Papier anstellen kann. Genau, also ich habe zwei Blöcke von Action verwendet. Die zeige ich euch mal eben. Und zwar einmal diesen Block für die Basis. Da habe ich das weiße, festere Papier genommen. Da sind ja verschiedene Stärken drin. Und wie gesagt, da habe ich das dickere weiße Papier genommen. Ihr könnt aber auch zum Beispiel das dickere schwarze Papier verwenden oder dieses kraftfarbene. Das ist ja auch richtig schön festes Papier. Das könnt ihr so machen, wie ihr gerne möchtet. Ich empfehle auf alle Fälle für die Basis, also damit meine ich hier dieses Buch an sich, das weiße Papier, was ich hier verwendet habe. Ja, so 220 Gramm sollte das auf alle Fälle haben, so um und bei. Wir bekleben das ja nachher noch, dann wird das noch ein bisschen stabiler. Aber so um und bei 220 Gramm, damit seid ihr auf jeden Fall ganz gut dabei. Genau. Und Designpapier, genau, da habe ich diesen Block hier verwendet. Mein Lieblingsblock. Ich liebe dieses Papier. Ich finde die so, so schön, die Papiere da drin. Aber das habe ich euch ja auch schon mal im Haul gezeigt. So, und dann geht das auch schon los. Erstmal ein bisschen Platz schaffen. Dann kann ich hier mein Falzbrett schon mal hinlegen. Ich hoffe, es geht hier ganz mit drauf, aber ich glaube, es sieht ganz gut aus. Ich habe die Teile alle schon mal vorgeschnitten, sonst würde das hier den Zeitrahmen sprengen. Wir fangen jetzt erstmal mit der Basis an. Also mit der Basis meine ich das Buch an sich und später bekleben wir dann das Büchlein mit buntem Papier. Bitte wundert euch nicht, ich erkläre das immer relativ genau, aber ich habe auch so einige Kinder, die zuschauen und ich möchte ganz gerne, dass alle mitbasteln können. Also bitte nicht wundern, lieber ein bisschen genauer und ja, ein bisschen langsamer, als dass irgendeiner auf der Strecke bleibt. Das möchte ich auf keinen Fall. Und falls ihr irgendwelche Fragen habt, fragt gerne. Ja, wir fangen mit dem Falzen an, beziehungsweise ich sage euch jetzt erstmal, wie groß überhaupt dieses Blatt ist. Ihr braucht ein DIN A4 Blatt und das schneidet ihr euch zurecht. Und zwar mit den Maßen 20 cm mal 29,7 cm. Ist das vielleicht ein bisschen dunkel hier gerade? Ich hoffe nicht, aber wie gesagt, es ist schon spät und zwischendurch ist die Kamera unscharf, sehe ich gerade. Oha. Ich hoffe, das pendelt sich gleich ein. Nicht, dass ich das hier alles umsonst drehe und nachher sehe, oh, das ist alles total unscharf. So, jetzt legen wir uns die lange Seite nach oben und falzen bei 12,5 cm. Und bei 25,5 cm. So, das war es eigentlich auch schon. Und zack, ist das Folio fertig. Danke fürs Zuschauen. Nein, Quatsch. Kleiner Spaß. So. Es ist halt schon spät, ne? Man merkt es. Obwohl es ist genau meine Uhrzeit, muss ich sagen. Ich bin ja eine Nachteule. Da werde ich so richtig aktiv. So, und jetzt Obacht, liebe Bastelfreunde. Normalerweise, also ihr kennt es ja wahrscheinlich, hat das Papier ja jetzt ein Tal, wo das so runtergeht, wo ich jetzt gerade gefalzt hatte, und einmal einen Berg. Genau, und normalerweise würde ich ja jetzt so falten, also zum Tal hin. Habe ich das jetzt richtig gesagt? Ja, ich hoffe, aber ihr wisst ja, was ich meine. Aber ich habe jetzt den Tipp bekommen von der lieben Marion. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ich bin sehr, sehr dankbar für den Tipp und ich habe das jetzt so einige Male ausprobiert und ich bin echt begeistert. Falls ich jetzt persönlich in die andere Richtung, ich nenne das jetzt einfach mal Marion-Knick, oder? Darf ich das, Marion? Also wir knicken es mal einfach mal in die andere Richtung. Man muss sich auch mal was trauen. Wo ist mein Falzbein? So, man muss auch mal was riskieren. Nein, es klappt wirklich gut. Auch wenn sich das erstmal komisch anfühlt, aber ich sag euch das Papier bricht nicht so schnell. Probiert das doch auch mal aus und dann könnt ihr mir das ja mal erzählen, wie ihr damit so klarkommt. So, das war's schon. Und jetzt machen wir einfach mal weiter mit den Taschen. Damit meine ich im Übrigen diese hier, diese Einstecktaschen. Die machen wir jetzt auch einmal fertig und dafür braucht ihr das gleiche Papier. Und zwar, das habe ich mir natürlich auch schon zurechtgeschnitten, in den Maßen 8 cm mal 23,7 cm. Und das Ganze logischerweise zweimal, weil zwei Taschen, ne? Ist ja logisch. So, und dann falzen wir das alles. Ich lasse das einfach mal hier so liegen, da kann man sich das besser noch mal vorstellen. Nochmal mein Falzbrett.
Da lege ich auch noch mal die lange Seite oben dran. So, und dann falze ich hier einmal bei 2 cm. Dann drehe ich die ganze Geschichte um und falze hier auch noch mal bei 2 cm. Dann lege ich mir die kurze Seite oben an und falze auch bei 2 cm. Dann schaut das so aus. Und das gleiche mache ich dann nochmal. So, und dann geht das weiter. Und zwar mit den Taschen. Ich muss mir eben beiseite legen. So, jetzt schneiden wir uns diese beiden kleinen Quadrate aus, diese hier. So, dann schaut das so aus und dann schräge ich mir hier nochmal die Ecke ab und hier. Und auf der anderen Seite genauso. Einmal hier und einmal hier. Ich zeige euch das mal eben. Also, einmal hier so ein bisschen anschrägen. Und hier so ein ganz minimal, so ein ganz bisschen. Damit das nachher hier nicht so rausschaut. Ihr müsst das gar nicht unbedingt machen, aber hier zum Beispiel habe ich das vergessen gehabt, aber es guckt dann halt so ein ganz bisschen eventuell raus. Also, das ist jetzt ein Schritt, den könnt ihr machen, müsst ihr aber nicht machen. So. Und das gleiche mache ich mit der Tasche genauso. Und dann können wir uns das auch schon wieder falten. Und jetzt wieder der Marion-Knick. So. Einmal mit dem Falzbein schön glatt ziehen. Und die Seiten genauso. Das gleiche mache ich hier auch nochmal. Ich falte das mal eben und dann bin ich gleich wieder da. So, und jetzt klebe ich mir das hier alles mit Flüssigkleber mal kurz fest, diese Ecken hier unten, damit das auch so schön bleibt. Ich verwende jetzt hier einen Flüssigkleber. Das ist dieser Kleber hier. Ich liebe den. Ich finde den so toll, Glitterart. Ich habe mir den hier nur umgefüllt. Irgendjemand von euch hat nämlich in den Kommentaren gefragt, welchen Kleber ich immer verwende. Und ich wollte die Frage auch beantworten, habe das aber auch später verschoben. Und da war der Fehler. Da wusste ich nicht mehr, unter welchem Video ich diesen Kommentar finde. Also jetzt an dieser Stelle. Auch den Tombow verwende ich sehr gerne. Den hier verwende ich auch unheimlich gerne für Umschläge, weil man dann den Verschluss auf und zu machen kann, wenn man das gut durchtrocknen lässt. Und zum Beispiel auch für Rubber Stamps. Ja klar, man kann natürlich auch EZ Mount verwenden. Das ist dieser Schaumstoffkleber. Habe ich auch, aber ich verwende lieber den Tombow dafür. Aber das ist auch Geschmackssache. Aber wollen wir jetzt gar nicht wieder das so weit ausführen jetzt. Wir wollen ja jetzt hier ein Folio basteln. Quatschen können wir beim nächsten Haul wieder. Also ich gebe mir jetzt hier so ein bisschen Kleber auf und dann klebe ich einfach nur die Ecke hier fest. Huch, das war jetzt ein bisschen viel. Und auf der anderen Seite dann genauso. So. Ein bisschen antrocknen lassen. So, das zieht eigentlich relativ schnell an, aber trotzdem vorbildlich mache ich da mal Klammern jetzt drauf. Und dann hier nochmal festkleben. Habe ich noch eine Klammer irgendwo? Ja. So, das Ganze kann jetzt erstmal in Ruhe durchtrocknen und wir kümmern uns jetzt um das Designpapier. Das können wir uns schon mal zurechtschneiden. Und zwar fangen wir mal mit der ersten Seite hier an. Da braucht ihr ja logischerweise einmal die Vorderseite und einmal die Rückseite. Also einmal hier das gelbe Papier und einmal das gestreifte. Das habe ich hier auch schon mal vorbereitet und zwar hat das die Maße 12 cm mal 19,5 cm. So, das ist jetzt hier so mein erstes Blatt und hier mein zweites.
Natürlich könntet ihr euch das hier auch kürzer schneiden, weil die Tasche kommt ja oben drauf. Da bräuchtet ihr ja nicht das volle Maß. Aber jetzt zum Zeigen, ne? Vielleicht will der eine oder andere ja auch da keine Tasche reinmachen, sondern so ein Foto reinkleben. Wie auch immer, habe ich mir gedacht, es ist jetzt einfach einfacher, das hier zweimal auszuschneiden. Genau, dann haben wir erstmal die erste Seite, diese Seite und diese Seite. Für diese Seite und logischerweise für die Rückseite brauchen wir einmal Designpapier mit den Maßen 12,6 cm mal 19,5 cm. Das ist dann diese Seite hier. Moment. Diese Seite hier und die Rückseite. So, dann haben wir das schon mal. Und für die Taschen, die müssen wir ja auch noch bekleben, brauchen wir zwei Streifen in den Maßen 5,6 cm mal 19,3 cm. Und das Ganze auch zweimal. Das kommt dann so drauf. Und dann brauchen wir noch hier für die Laschepapier auch zweimal Rückseite und Vorderseite. Und zwar einmal in den Maßen 3,7 cm mal 19,5 cm. Das ist dann das hier. Genau. Und ihr müsst euch natürlich vorher überlegen, was möchtet ihr für einen Verschluss verwenden? Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Ich habe ja zum Beispiel bei dem einen Album ein Gummiband drum gemacht. Wo ist das jetzt? Genau, hier. Ihr könnt einen Gummizug drüber machen. Da braucht ihr euch natürlich nicht weiter um einen Verschluss kümmern. Oder ihr macht einen Klettverschluss, wie ich hier. Das werden wir heute auch machen. Das ist natürlich mit das Einfachste. Aber falls ihr Magneten anbringen wollt, müsst ihr natürlich vorher den Magneten aufbringen, bevor ihr das Designpapier aufklebt. Genau. Das ist eigentlich alles, was es zu bedenken gibt. Und ansonsten würde ich sagen, können wir das jetzt alles schon mal bekleben. Ich glaube, das macht jetzt auch keinen Sinn, wenn ich jetzt vor der Kamera das aufklebe. Das dauert ja auch immer irgendwie so ein bisschen. Ich denke, das ist klar. Oder ich meine, aufkleben ist ja jetzt nicht das Problem. Ihr habt die Maße ja jetzt und ihr braucht ja jetzt nur noch aufbringen. Also ich würde sagen, ich beklebe die Seiten jetzt und dann melde ich mich gleich nochmal. So ihr Lieben, ich habe jetzt die ganzen Teile mit Flüssigkleber aufgebracht und ich habe immer jeweils natürlich so einen kleinen Rand gelassen. Das schaut jetzt so aus. Und jetzt ist es auch schon fast fertig. Jetzt müssen wir natürlich noch die Taschen anbringen. So, das mache ich auch mit Flüssigkleber. Einfach hier Kleber drauf. Einmal drumrum. So. Und jetzt wird es wieder kritisch für mich, ne? Oh. Jetzt drückt mir die Daumen, dass das gerade wird. Auf alle Fälle ist es geplant, dass wir das bündig anbringen, und zwar in das Designpapier. So. Das ist aber auch echt schwierig. Und diejenigen, ne, die mir so lieb geschrieben haben, ja, sonst benutzt doch, ach, was war das nochmal? Irgendwas soll ich benutzen, dass das gerade wird. Total liebe Ratschläge. Aber ich klebe normalerweise gerade, wenn ich nicht gerade eine Kamera vor der Birne habe. Denn dann bin ich normalerweise auch mit der Nasenspitze auf dem Tisch und gucke ganz genau, ob das gerade ist. Aber so ist es ein bisschen schwierig. Und nein, es ist keine Ausrede. So muss das aussehen. Seht ihr, ich kann auch gerade. So. Und hier, ne, könnt ihr dann was Schönes reinstecken. Eine nette Nachricht oder Fotos, wie auch immer. Und das Gleiche mache ich jetzt auf dieser Seite auch. Und wenn das ordentlich klebt, dann können wir das Designpapier auch schon draufkleben. Das haben wir uns ja auch schon zurechtgeschnitten. Das kommt dann so drauf. Und so.
Und dann ist das eigentlich auch schon fertig. Mehr ist das gar nicht. Das ist super schnell gemacht und ist doch auch eine super Alternative zu einer Karte, oder? Ich meine, die kann man sich doch richtig schön gestalten. Also das Heftchen kann man sich schön gestalten, meine ich. Und dann kann man das doch herrlich verschenken. Also ich finde das richtig prima. Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn ich das geschenkt bekommen würde. So, ich klebe das mal eben auf und dann bin ich gleich wieder da. So, und jetzt müssen wir nur noch den Verschluss dran machen. Und da mache ich jetzt einen Klettverschluss dran. Das ist am einfachsten. Ich habe hier so Klettpunkte. Ich glaube, ich habe leider die Verpackung nicht mehr. Ich glaube, die sind auch von Ideen mit Herz oder Ideen mit Herz. Bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher. Aber die gibt es auch in jedem Bastelshop. Die gibt es sogar bei Action. Aber die sind ein bisschen größer. Aber die könnt ihr euch ja zur Not sonst auch, falls sie zu groß sind, in der Hälfte durchschneiden. Das geht auch wunderbar. So, dann klebe ich mir jetzt einfach mal so einen Punkt hier. Die kleben richtig doll. Ach, sollen sie ja auch. So relativ mittig auf, wie hier halt auch, ne? Pi mal Auge. Ist das überhaupt mit drin? Ja, mit drauf meine ich. Ich habe immer so ein bisschen Angst, dass ich irgendwas zeige und nachher nimmt die Kamera das gar nicht auf, weil ich irgendwie aus dem Bild gerutscht bin oder Kamera ist aus. Hatte ich alles schon gehabt. So. Und dann noch das Gegenstück. Obwohl ich das mit Magneten auch richtig schön finde. So. Aber das ist halt schneller. Ja. Und dann war es das eigentlich schon. Ihr könnt natürlich auch noch ein schönes Stanzteil anbringen oder einen Aufkleber. Oder wie zum Beispiel hier habe ich noch so ein bisschen Glitzer aufgebracht. Das habe ich. Kann man das überhaupt erkennen? Natürlich nicht. Also glaubt es mir, da ist so ein bisschen Glitzer auf den Blumen. Aber meine Kamera und mein Handy mögen irgendwie nicht so gerne Glitzer einfangen. Die glitzern eigentlich total schön. Naja, ist ja egal. Ihr müsst mir das jetzt glauben. Habe ich auf alle Fälle mit diesem Stift hier gemacht. Mit dem Wink of... St Quatsch. Mit dem Wink of Stella. Ich wollte gerade sagen Wink of Stella. Nein, Wink of Stella. Ja, und dann einfach hier so ein bisschen die Blümchen noch anmalen. Weil ich sag mal, so Glitzer geht ja immer, ne? Da sind wir uns doch einig, oder? Gut, brauche ich jetzt nicht alles machen, nimmt viel zu viel Zeit in Anspruch. Ihr könnt alles Mögliche noch machen, so wie ihr gerne möchtet. Aber auf alle Fälle freue ich mich, wenn ihr das nachbastelt. Und falls ihr irgendwelche Fragen habt, dann fragt mich sehr gerne. Ihr könnt mir auch gerne eine E-Mail schreiben. Und sonst, ja, war es das auch schon. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Das wird bestimmt ein Haul werden. Ich will mal wieder ein bisschen quatschen, weil bei solchen Videos, bei solchen Tutorials, bei solchen Anleitungen versuche ich mich immer so ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen, auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und ja, basteln und reden fällt mir in dem Moment schwer, wenn die Kamera an ist. Sonst in den Kursen ist das übrigens nicht so. Da können vielleicht manche aus Erfahrung sprechen. Ich rede nämlich sehr, sehr gerne. Und falls ihr sonst noch interessiert daran seid, was ich sonst so mache, könnt ihr mir gerne auf Instagram folgen. Da poste ich eigentlich täglich in den Stories was. Und sonst, ja, wir sehen uns im nächsten Video, ihr Lieben. Bis ganz bald, ganz liebe Grüße an euch. Tschüss.